Auswirkungen von Verkehrslärm sind einer Studie zufolge geringer als erwartet. Das haben Wissenschaftler über 5 Jahre in einer Studie untersucht, im Auftrag des Landes Hessen. Eines der Ergebnisse ist aber auch, die psychischen Folgen seien bisher unterschätzt worden. Draußen die Flughafengegner. Ihr Gefühl ist klar, Fluglärm zerstört Lebensqualität. Drinnen die Wissenschaftler. Sie haben knapp 1 Million anonymisierte Patientendaten ausgewertet, haben zehntausende Flughafenanwohner befragt, haben 2.500 Seiten geschrieben. Ihr Ergebnis? Stetiger Lärm kann krank machen. Natürlich wird nicht jeder krank, aber das Risiko steigt. Das ist immer so unsere Perspektive. Das heißt, man kann sagen, je lauter es wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dadurch erkrankt. Nicht jeder kriegt die gleiche Krankheit. Und wir müssen auch immer daran denken, dass die anderen Verkehrsträger, also Straßenlärm und Schienenlärm, haben wir ja auch untersucht, dass die ebenso Risiken bergen. Entgegen früherer Untersuchungen hat laut der Studie Lärm keine Auswirkungen auf den Blutdruck, erhöhe aber das Risiko von Depressionen und Herzschwäche, so die Forscher. Dabei werde Fluglärm mit gleichem Schallpegel als belastender wahrgenommen als Lärm von Schienen und Straßen. Zudem führt laut Studie starker Fluglärm dazu, dass Kinder langsamer lesen lernen. Zweitklässler können deswegen bis zu 1 Monat hinterherhinken. Kurzum, die Wissenschaftler sehen klare Gesundheitsrisiken durch Verkehrslärm, wenn auch weniger gravierender als zuvor vermutet. Dabei spielt den Forschern zufolge auch die Psychologie eine Rolle. Wer die Fliegerei mag, wird von Fluglärm weniger belastet und schläft besser.